Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch den Film 8mm vor, hier in der großen Hardbox von Nameless. Und die schauen wir uns jetzt erstmal an und dann reden wir übers Filmchen. Los geht's. So, und hier haben wir die Hardbox von 8mm. So, gucken wir uns mal gemeinsam nochmal an. Alles matt gehalten, hier der 8mm Schriftzug ist geprägt. Und hier haben wir den Spine. Hier klappt das ja hier ein bisschen um. Ja, das sieht man hier. Den Rücken und die Vorderseite. Gerade hier oben zum Beispiel. Aber ich habe schon mal ausprobiert, wenn es im Regal steht, sieht man es nicht. Also ist okay. Und hier die Rückseite. Auf 99 Stück das Ganze. Ich habe die 35. Und ab 18 Jahren das Ganze. So, jetzt machen wir das Ganze mal auf. Und hier ist halt der große Nachteil. Hier haben wir zwei Stück übereinander. Einmal die DVD, genau hier. Und einmal die Blu-ray. Und hier merken wir halt richtig, das ist nicht für zwei Stück konzipiert worden, das Ganze. Ja? Also, da gab es auch schon andere Fälle, wo einfach hier übereinander gelegt wurde und es hat besser funktioniert. So, jetzt habe ich in meinem Monatsupdate gesagt, die fühlt sich irgendwie ein bisschen besser an als die anderen. Muss ich aber revidieren, ist wirklich nicht so. Es fühlt sich halt an wie Papier. Und da ist wirklich Nameless einen Schritt zurückgegangen in letzter Zeit, denn ich zeige euch diese Hardbox hier. Ja, die hat Hochglanz, aber die ist um einiges stabiler, ja, als die. Es fühlt sich einfach so an, als muss man hier total aufpassen. Und das ist richtig stabil. Und auch wenn ich natürlich matt lieber habe als Hochglanz, könnten sie dahin wieder zurückgehen. Denn die sind richtig stabil und nicht so wie das. Genau. So. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Ja, hier haben wir es nun. 8mm. Und zwar ist 8mm ein Thriller. Hier wird auch oft geschrieben Mystery Thriller. Was hier Mystery ist, weiß ich nicht, gell? Aber es ist ein Thriller aus dem Jahre 1999 von Joel Schumacher, der zum Beispiel Flatliners oder Falling Down auch gemacht hat. Und hier spielen mit Nicolas Cage, Joaquin Phoenix, James Gandolfini, Peter Stormer, und Norman Reedus, der Armbrustmann aus The Walking Dead, gell, hier in einer kleinen Nebenrolle. Der Film ist ab 18 Jahren freigegeben und 123 Minuten dauert das Ganze. Um was geht es in 8mm? In 8mm geht es um Snuff-Filme. Ja? Und zwar wird hier unser, wie heißt er denn hier, unser Tom. Unser Tom ist hier gespielt von Nicolas Cage, ist Privatdetektiv. Und er bekommt einen Auftrag von einer Witwe hier. Mein Mann ist gestorben. Und ich habe hier ein Filmchen gefunden. Könnten Sie sich bitte das Filmchen ansehen und mir sagen, ist das echt oder nicht? Ja, in dem Film wird eine Jugendliche getötet. Ja? Er schaut sich das an und nimmt den Auftrag dann auch entgegen und macht sich dann auf den Weg, um erstmal dieses Kind zu finden, um erstmal herauszufinden, lebt sie noch? War das einfach ein guter Film oder ist das wirklich real snuff? Ja? Und so kommt er dahinter, nein, diese ist abgehauen und er möchte halt immer mehr gucken, was ist dahinter. Kommt dann in die, in den Untergrundbereich des Porno, des
des Fetischs und dort wird dann auch schnell klar, hier geht es ganz übel zu mit Kinderpornografie und immer mehr deckt er halt auch auf, wer hinter diesem ganzen Filmchen ist, ja, wer hinter dem Film war. Und wir müssen hier jetzt nicht, das ist jetzt kein großer Spoiler, dass dieser Snuff-Film dann im Endeffekt doch echt war, ja. Das wird ja auch gleich recht weit zu Anfang gesagt, gell? Ja, das hier ist ein richtig übler Film, muss ich sagen. Also wer sich jetzt denkt, oh, ich gucke mir jetzt mal so 8mm, dann haben wir einen schönen Fernsehabend. Das werdet ihr nicht haben, auf jeden Fall. Der ist ziemlich ernst, super geschauspielert, super eingefangen das Ganze, richtig bedrückend, beklemmend das Ganze. Und der Film ist ab 18, ja. Aber die Freigabe, denke ich, hat er nicht wegen der Gewalt, weil die Gewalt ist, ja, hält sich in Grenzen, ja. Das ist jetzt nichts Übles, aber die ganze Thematik, wie die halt eingefangen wurde, und das ganze Snuff, die Snuff-Thematik, die ist schon übel und wird wirklich übel rübergebracht. Also hier habt ihr einen richtig üblen Film. Ich habe den früher mal gesehen, ist schon ewig her. Ja. Da fand ich den eigentlich ganz gut und habe ihn aber bisher nie wieder in die Sammlung geholt. Und jetzt habe ich mir einfach die Chance ergriffen und habe mir halt jetzt hier auf Blu-ray geholt. Und muss sagen, ich habe es jetzt nicht bereut. Der Film ist richtig, richtig gut und für jeden, der den Film noch nicht kennt und da auf jeden Fall mal reinschnuppern möchte, ich kann euch empfehlen, holt euch den Film und das in egal welcher Variante, ob ihr jetzt zur Hardbox, zum Mediabook oder zur stinknormalen DVD greift, das ist eigentlich egal, ja, auch wenn das Bild hier gut ist, gell, kann ich nicht meckern, was das Bild anbetrifft, aber es ist doch, es geht hier um den Film, ja, und der Film ist schon richtig gut, ja, also wenn ihr da an den Film irgendwie rankommt, dann holt euch das Ganze und guckt ihn euch an und wenn ihr den schon lange, lange, lange nicht mehr gesehen habt, so wie ich, holt euch das Ding auch, denn ihr habt ihr habt keinen Spaß damit, ja, der geht schon in die Magengrube, gell, aber top gefilmt, top Schauspieler, Nicolas Cage in Hochform, ja, aber auch die ganzen anderen Schauspieler, alle top in Hochform. Ein super Film, ja. So, und jetzt eure Meinung zu 8mm. Alles unten in die Kommentare. Ich würde gerne lesen, was ihr dazu sagt. Und dann war es das auch schon wieder. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Euer Timo.